Frau Präsidentin, werte Kollegen, Herr Steyer, Sie haben mich nicht überzeugt. Der Antrag der FDP spricht ein drängendes Problem an. Der Kollege Sattelberger hat es dargestellt. Dieses Problem konstatieren wir von der AfD ebenfalls und halten die zwingende und dringende Lösung desselben für dringend geboten zum Wohle unseres Landes. Zu viel wissenschaftliches und wirtschaftliches Potenzial wandert aus. Aus dem Land der Dichter und Denker, Erfinder, Ingenieure und Nobelpreisträger. Deutschland droht gar im Bereich der Innovation langfristig den Anschluss zu verpassen. Warum? Einer der Gründe für die Abwanderung aus Deutschland ist sicher, dass sich hier nur schwer oder gar keine Investoren finden lassen. Diese sitzen zum Beispiel in Silicon Valley oder anderen ausländischen Zentren. Was aber ändert sich an diesen Grundvoraussetzungen, wenn wir also eine Agentur für radikale Innovation installieren? Zunächst einmal gar nichts. Zu denken, dass die Installation einer solchen Einrichtung als Einzelmaßnahme etwas ändert, ist gutmeinendes Traumtanzen oder schlicht grenzenlose Überschätzung dieser Agentur. Es ist, ja, gerne, trinke ich mal was. Es ist schlicht zu kurz gedacht, weil es eben auch nicht nur um das Zusammenbringen von Ideen und Kapital gehen kann. In Deutschland müssen die Rahmenbedingungen für Gründungen und Investitionen geändert werden. Meine Damen und Herren, machen wir uns nichts vor. Deutschland ist beinahe ein gründungsfeindliches Land. Ein Teil des Problems ist sicher der Bürokratie-Dschungel, den wir als Deutscher Bundestag eigentlich dringend einhegen müssen, sodass Innovationen, ja auch radikale oder Sprunginnovationen, eine Chance haben, sich zu entwickeln. Letztlich entscheidet der Markt über das Wohl und Wehe. Aber das hohe Unternehmerrisiko in Deutschland blockiert bereits Innovationen und Investitionen. Neben anderen Regelungen sind beispielsweise Insolvenzrecht oder Kreditvergabe hohe Hürden, ja sogar Hindernisse. Solange Insolvenzen inklusive ihrer Schufa-Nachwirkungen bis zu 10 Jahre dauern, wird sich jeder intelligente Mensch zweimal überlegen, ob er dieses Risiko tatsächlich eingeht. Die FDP regt an, eine Agentur für radikale Innovationen ins Leben zu rufen. Eingebettet in eine Reihe anderer Maßnahmen könnte sie tatsächlich Erfolg versprechen. Es gilt allerdings auch, in ihrer Konzeption wesentliche Dinge zu beachten. Herr Sattelberger hat genannt, dass er eine Ferne von der Politik wünscht, und diesen Gedanken teilen wir. Wir reden von Steuergeldern, die aufgewendet werden müssen, und deren Einsatz muss sich für unser Land auch rentieren. Und, meine Damen und Herren, was wir garantiert nicht brauchen, Herr Steyer, von der Regierung, ist eine weitere Institution, die als eine Art politisch-ideologischer Filter auf den Markt der Ideen und Innovationen richtungsgebend Zugriff nimmt. Das lehnen wir ab. Die AfD ist für die größtmögliche Freiheit. Staatliche Regularien sollten auf ein Minimum zurückgefahren werden und keine neuen ohne Not geschaffen werden. Wir, die AfD, möchten den Dschungel für Gründer lichten. Die Startbedingungen möchten wir vereinfachen und so verändern, dass die Finanzierung von Start-ups in Deutschland wieder interessant wird. Und dazu bedarf es einer ehrlichen Analyse, was alles an Regularien und Gesetzen junge und innovative Gründer hemmt und blockiert. Bei der Analyse darf es natürlich nicht bleiben. Es müssen Taten folgen. Rahmenbedingungen verbessert, Wege verkürzt, Risiken minimiert werden. Wir werden womöglich auch gesetzliche Regelungen ändern müssen, um Aufbruchstimmung zu erzeugen. Wir begrüßen ausdrücklich diesen Antrag, auch wenn wir Aufbau, Auftrag und Zweck dieser Agentur noch debattieren wollen. Wir begrüßen vor allem den Gedanken der Politikferne einer solchen Agentur. Es ist gut, dass im Deutschen Bundestag über Innovation und Zukunft debattiert wird und sich die Kunde darüber in alle Bereiche der Gesellschaft hineinträgt. Diese Debatte ist ein so wichtiges Signal. Wir brauchen wieder Mut zu Deutschland und zu der Zukunft unseres Landes. Da sind wir sofort begeistert dabei. Applaus
Wir freuen uns auf die hoffentlich fruchtbaren Beratungen in den Ausschüssen, wo wir von der liberalen und konservativ-liberalen Opposition gerne der Motor sein wollen. Dankeschön. Dankeschön. Nächste Rednerin Dr. Manja Schüle für die SPD-Fraktion.